Begrüße ganz herzlich, Christina. Es ist wunderbar, dass ich dir ein paar Fragen stellen darf. Und du bist ja eine Hauptreferentin bei uns am Kongress in Zürich, der große Kongress für uns, die Vision des Guten und das Manifest der neuen Erde. Und schön, dass du mit dabei bist. Was, worauf freust du dich ganz besonders an diesem Kongress? Also, ich stelle mir halt vor, dass die Menschen sich dort auch vernetzen können, weil, also wenn man an einem solchen Tag, da kommen ja meistens Menschen zusammen, die alle irgendwie etwas Ähnliches wollen. Und dann weiß man, dass das eben alle solche Menschen sind. Und sonst weiß man ja nicht, ob die Menschen, die zum Beispiel jetzt auch auf der Straße sind, ob die da auch so denken. Ja, genau, dann sind wir so eine Gemeinschaft. Was denkst du, ich meine, alle die, die sich jetzt angemeldet haben und wir vom Team hier von der Quelle und ihr, die da zusammenkommen und wir freuen uns darauf. Und wie, ich habe mich heute gefragt, wie können wir uns eigentlich aus deiner Sicht so bestmöglich auf diesen Kongress vorbereiten? Vorbereiten, ich weiß nicht. Also ich finde, wenn jeder, der da mitmacht, der will ja etwas Gutes. Und also ich bin da nicht so ein Vorbereitungsmensch. Ja, das ist gar nicht so wichtig. Also die Haltung des, dass wir etwas Gutes wollen, gell? Das ist so das Wichtigste. Ja, und dass ja dann viele Menschen auch zusammen sind und dann kann ja auch etwas Neues daraus entstehen. Schön. Ich habe mich immer, wenn ich so wieder einmal ein Gespräch oder ein Interview von dir geschaut habe, das hat mir immer so gut getan, zu hören, was du sagst. Ich war immer so dankbar für deine Botschaften. Und ich höre so gern von dir, wenn du etwas erzählst darüber, wie wir Licht machen können und Licht manifestieren hier auf der Erde. Und wollte dich einfach bitten, kannst du es noch einmal sagen, weil das immer so schön ist. Ja, eigentlich, sobald wir etwas Gutes tun oder auch nur, wenn wir die Absicht haben, dass wir etwas Gutes tun wollen, das ist doch schon eine höhere Schwingung. Und dann bringen wir auch mehr Licht herum. Und wenn wir unserem Herzen folgen, wenn wir das tun, warum wir hier sind, weil jeder Mensch hat ja einen Sinn, warum er hier ist. Und wenn er das macht und seinem Herzen folgt, dann kann er ja meiste Licht hierher bringen. Weil er dann genau an dem Ort ist, wo er sich ausgesucht hat, dass es sein will. Und das ist ja, also die Menschen sind ja wie ein großes, so ein großes Bild, und das besteht aus ganz vielen kleinen Teilchen. Und wenn diese Teilchen an dem Ort sind, wo sie hingehören, dann gibt es ja ein schönes, großes Bild. Ja? Dann sind wir alle ein großes, schönes Bild, hoffentlich in Zürich, alle zusammen. Und
ich weiß so, manchmal, wenn ich so daran denke, ich glaube ganz fest daran und spüre es auch, dass wir so unterwegs sind in etwas Neues. Und dann manchmal verzage ich etwas oder resigniere ich vielleicht ein wenig und denke so, ach, wie können wir denn das wirklich schaffen, so in eine neue Erde zu manifestieren? Und was können wir da tun? Und ich frage mich auch, was könnte das Bestmögliche sein nachher, nach dem Kongress, wo wir weiterfahren können? Was meinst du? Also da muss ja jeder selber schauen, weil ja jeder eine andere Aufgabe hat. Und die anderen Menschen, die sind mehr für das eine da und andere Menschen sind mehr für was anderes. Aber wenn man eine positive Veränderung will, dann braucht es ja gar nicht die Hälfte von allen Menschen, die auf der Erde leben. Also es wäre zwar schön, wenn das so wäre, aber es braucht es nicht unbedingt, weil wenn weniger Menschen eine genug hohe Schwingung haben, dann können sie es trotzdem ausgleichen, auch wenn die meisten Menschen noch schlafen. Weil jemand mit einer höheren Schwingung, der kann ja ganz viele Menschen ausgleichen, die noch tiefer schwingen. Und darum braucht es für eine positive Veränderung nicht unbedingt die Hälfte von allen Menschen. Und es gibt ja Menschen, die können jetzt nicht aufwachen, aber man kann ja schon jetzt mit anderen Menschen zusammen was Gutes machen, also auch wenn viele noch schlafen, weil die neue Welt fällt ja nicht einfach so plötzlich vom Himmel. Das hat ja auch was mit uns zu tun. Und also, dass man einfach dort anfängt, wo es halt gerade geht. Und bei gewissen Menschen, die verstehen das nicht und da kann man auch nichts ändern. Und dann, ja, also kann man einfach dort, wo es jetzt möglich ist, das tun. Schön. Die Schwingung hochhalten, ja, das sagst du immer wieder, das ist so ein schönes Bild. Wie können wir das im Alltag? Vielleicht hast du noch ein Beispiel. Also wenn wir das tun, warum wir hier sind, in unserem Herzen folgen, dann haben wir schon eine höhere Schwingung. Weil wir dann ja auch mehr mit uns selbst verbunden sind und also mehr mit unserer Seele. Und dass wir, wenn wir etwas Gutes tun, also alles, wo wir merken, das tut uns gut, das finden wir schön, das erhöht schon unsere Schwingung. Und ja. Wenn wir merken, dass wir nicht alleine sind, dass es noch andere Menschen gibt, dann hilft uns das auch. Ja, ich merke ja schon, wenn ich mit dir spreche, dass meine Schwingung höher wird. Zum Beispiel. Nur habe ich dich ja nicht jeden Tag in einem Zoom, aber ich kann so etwas auch mitnehmen. Und wenn ich dann vielleicht auch anderen
von diesem Gespräch erzähle, dann trägt das diese Schwingung ja mit, oder? Wenn ich vielleicht erzähle, Christina hat das gesagt, und dann freut das doch die anderen, und das merkt man gerade, wie das sich dann weiter verbreitet. Das ist wie, wenn man einen Stein ins Wasser fallen lässt und dann zieht er Kreise. Ich möchte gerne noch die Frage, du sagst ja immer, wir haben ja auch Hilfe von unserem geistigen Team. Und das ist auch etwas, das mir gut tut und eben dann die Schwingung erhöht. Und sagst du noch einmal etwas dazu? Also wir müssen ja um Hilfe bitten, lassen auf unseren freien Willen her. Und dass wir ihnen auch sagen, bei was wir Hilfe möchten, damit sie wissen, um was es geht. Und wir haben dann ja manchmal so Vorstellungen, wie diese Hilfe aussehen sollte. Und wenn dann die Hilfe kommt und sie sieht aber nicht so aus, wie wir uns das vorgestellt haben, dann kann es sein, dass wir etwas gar nicht merken, dass wir Hilfe bekommen. Weil wir in unserem Verstand, wir haben gedacht, das muss ganz anders aussehen. Und aber wenn es richtig ist, dann kommt die Hilfe an. Manchmal einfach nicht so, wie wir uns das gedacht haben. Ja, stimmt, damit, mit dem kann ich auch etwas anfangen. Das glaube ich, gell, dass die Hilfe manchmal halt nicht so ist, wie ich jetzt vielleicht meine. Ich habe noch so zum Kongress noch einmal eine Frage. Wir spüren ja auch Widerstand. Es gab so Zeitungsberichte, wie es sie ab und zu gibt. Diese Zeitungsberichte waren ja negativ zum Kongress. Und was können wir eigentlich aus so Widerstand lernen? Also ich würde bei solchen Zeitungsberichten einfach denken, dass das ja ihre Sache ist. Also das ist ja wie wenn man mit Menschen redet und dann ist man vielleicht nicht gleicher Meinung oder gewisse Menschen sagen einem vielleicht, man hätte die und die Struktur oder irgendwas, und dann, wenn man darüber reflektiert und merkt, das stimmt ja gar nicht, das ist ja das ist nicht so, dann ist das ja einfach das Thema vom anderen. Und dann muss ich ja das Thema vom anderen nicht bei mir aufnehmen. Und das ist mit Zeitungen ja auch so. Also wenn die eine seltsame Vorstellung haben und wir wissen, das stimmt ja gar nicht, dann ist das ja nicht unsere Sache. Also, dass man das bei ihnen lässt, weil gewisse Menschen, die sehen das einfach so und die können nicht anders. Und da muss man auch nicht darüber diskutieren oder irgendwas. Das geht nicht und das muss man dann nicht. Ja. Und was man immer tun kann, ist, dass man sich energetisch reinigt von den Gedanken und den Vorstellungen, die anderen Menschen auf einen projizieren. Ja, ich habe mich noch gefragt, das ist so schön,
wie du das sagst, dass man das bei ihnen lassen kann. Ich habe mich so gefragt, ob es Momente gibt, wo du auch mal wütend wirst oder ob du das gar nicht mehr kennst. Also ich kann schon über Dinge wütend werden, aber Zeitungsartikel interessieren mich irgendwie nicht. Weil ich weiß ja auch, dass die halt einfach so sind. Und aus ihrem Bewusstsein ist das irgendwie, also tun die ihr Bestes. Und ich muss da jetzt nicht irgendwie. Das ist der Irrsinn. Ja, so kannst du das bei ihnen lassen und das macht mich so gelassen, auch wenn ich dir zuhöre, denke ich, ja, das stimmt, das können wir bei ihnen lassen. Darum müssen wir uns gar nicht kümmern. Wir können uns um die anderen Dinge kümmern und die höhere Schwingung und uns vernetzen mit anderen und das tun, was uns gut tut. Ja, zum Schluss, ich freue mich sehr auf den Kongress. So schön, dass du dabei bist. Und du kennst ja die anderen Referentinnen und Referenten auch. Und wie wichtig ist dir so der Austausch eigentlich für dich selber? Das weiß ich noch nicht. Das heißt, dass du so offen dahin gehst und mit offenem Herzen. Ja, ich gehe dorthin und dann schaue ich. Also ich überlege mir das nicht jetzt schon, mit wem ich dann rede. Das weiß ich jetzt noch nicht. Ja, das ist sehr schön. Weißt du, ich kann so viel lernen von dir. Ich versuche immer so vorzubereiten und zu planen und alles aufzuschreiben. Und wenn ich dir so zuhöre, dann denke ich, das gibt so viel Raum und so viel Möglichkeit, einfach so mit offenem Herzen hinzugehen und dann zu schauen und so Vertrauen zu haben, dass das dann schon richtig kommt. Finde ich schön. Und dann kann auch was Neues entstehen. Genau. Dann kann etwas Neues entstehen. Ich glaube, es ist gut so. Für mich. Für dich. Ja, das war eine sehr schöne Schwingungserhöhung, Christina. Dieses Gespräch mit dir. Ich danke dir ganz, ganz fest.